Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier eine sehr glückliche Person stehen. Ja. Die kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil es geht heute tatsächlich endlich weiter mit dem Thema debiler Trennmotor für dein BMW. Genau. Beziehungsweise, was heißt es geht weiter? Ihr seht ja schon, oder ihr habt es auch gerade schon im Porn gesehen, der Motor ist ja tatsächlich fertig, steht hier und du willst ihn heute auch mitnehmen. Ja, ist der Plan, oder? Ja, genau. Anhänger habe ich mit. Cool. Ja, muss man erstmal verdauen hier, ne? Wollen drauf gucken. Erstmal. Ja. Und wir stehen schon eine Stunde ungefähr hier. Also ja. Ist jetzt nicht so, dass Selim das Ding gerade zum ersten Mal sieht. Nee, ist einfach wirklich, sieht brutal aus. Ich freue mich sehr. Freue mich wirklich sehr. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt in Summe gedauert hatte. Wann waren wir das letzte Mal hier? Ein Jahr so in den Dreh? Ungefähr? Bisschen mehr, ja. Was, natürlich ist das jetzt eine lange Zeit, aber ich kenne so viele Firmen, Motorenbauer, wie auch immer, die gerne mal ein Jahr plus für irgendwas brauchen, ist halt in der heutigen Zeit. Ja, wir waren nicht permanent dran, muss man dazu sagen, immer mal was anderes dazwischen gekommen und ja, ein paar Sachen, an denen wir noch rumgefeilt haben, um sicher zu sein, dass es funktioniert. Aber der ist jetzt hier so, dass es tatsächlich losgehen kann? Ja. Ja, vielen Dank an euch erstmal. Ja. Ja. Für das mega geile Projekt, muss man sagen. Also wirklich, ich bin überglücklich, aber ich will gar nicht so viel erzählen. Macht ihr das mal besser. Für die Leute, die jetzt das erste Mal diesen Motor hier sehen. Einer von euch beiden muss noch einmal kurz in ein paar Sätzen erklären, was wir hier eigentlich sehen. Ich sag kurz, was wir vorhaben. Selim will für seinen E36, fürs Rennauto, möchte er unbedingt einen Vierzylinder, wegen Gewicht auf der Vorderachse, und unbedingt einen Sauger mit viel Drehzahl fürs Gefühl, für die Leidenschaft, weil es geil ist. Also kurz in zwei Sätzen erklärt, natürlich wäre es viel einfacher, einen Sechszylinder-M-Motor irgendwas da einzubauen, sei es ein S50 oder ein S54 aus dem E46, aber meine Vision oder mein Traum war halt immer die damalige DTM. Vierzylinder schreien, bis der Arzt kommt, und die STW hat es mir halt immer angetan. Grüße gehen raus an unseren Christian Menzel, der das Ding sogar damals gefahren ist. Und echt, der ist original? Der ist STW gefahren. Ne, aber auch in dem BMW, also ist der auch einen M3 gefahren? Ja. Ne, war ja kein M3, das war ja ein 3. Ja, also. Genau, das war ja die 320 ES, genau. Aber Christian Menzel ist sowas gefahren und das war damals immer so mein Traum und ich wollte genau sowas haben. Ich wollte nicht den einfachen Weg gehen mit dem Sechszylinder, sondern haben halt mit dir und mit der Familie Bielers zusammen versucht, dieses Projekt zu realisieren. Das heißt, der Basisblock ist jetzt ein... Heißt M42B18, also ist ein 1,8er Motor, 16 Ventiler, den es im Dreier gab. Also eigentlich der Block wie vorher auch im Auto war. Genau. Okay. Und den kann man jetzt so umbauen, dass das Ding richtig, richtig Saft macht. Ja, also. Das war zumindest die Geschichte. Wir machen nochmal einen Link zu den alten Videos rein, wo wir die ganzen Einzelteile schon mal durchgesprochen haben. Und jetzt ist das Ganze tatsächlich endlich ein Gerät geworden. Was war so das Problem jetzt in den letzten Monaten? Woran hat es jetzt gescheitert, außer an der Zeit? Wir wollten gleichzeitig Langlebigkeit erreichen, hohe Leistung und Gewicht reduzieren. Mhm. Das, was sich jeder wünscht eigentlich. Ja, genau. Und gleich beim ersten Mal, weil wir haben ja vor, das weiterzuentwickeln, nicht, dass das jetzt die Endversion ist. Es wird darauf aufbauend dann, je nachdem wie die Resultate sind, dann Veränderungen geben. Mhm. Ja, also wir haben zum Beispiel die Nockenwellen, da haben wir, obwohl es nicht viel Sinn macht, aber im Gesamten dann doch hohlbohren lassen, so groß wie möglich, mit der dünnsten Wandstärke, die noch vertretbar ist. Guck mal, Selim, guck mal ein bisschen runter. Hallo. Ach krass. Okay. Hier ist einmal durchgebohrt. So. Ja. Dann Ventilfederteller aus. Muss ich einmal kurz unterbrechen? Ihr habt echt Bohrer, der kann da durchbohren? Wir nicht, nee. Das ist eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Da lassen wir meistens die Nockenwellen bohren, wenn wir Zentralschmierung nachträglich anbringen. Mhm. Bei so alten Porsche-Motoren zum Beispiel ist das sehr gängig, dass man die Nocken gezielt durch die Nockenwelle schmiert. Das ist von der Standfestigkeit halt besser. Und da war der Sinn jetzt in erster Linie einfach so viel Material wie möglich einzusparen. Deswegen auch der große Durchmesser. Aber bei Zentralschmierung nimmt man in der Regel so 8 mm. Mhm. Geil. Ja. Und was Nockenwellen ist wahrscheinlich aber auch bei diesem Motor eigentlich das A und O, ne?
Also der Saugmotor, also klar, Ansaugung, Krümmer, in Summe lebt das Ding natürlich vom Alten, aber ich glaube, noch irgendwann kann man schon viel falsch machen auch an dem Ding. Ja, es ist das A und O von der Drehzahl her. Ja, damit bestimmt man den nutzbaren Drehzahlbereich und natürlich die maximale Leistung. Und da er viel will, viel Leistung und viel Drehzahl, sind die Nockenwellen dementsprechend. Wollen wir verraten, was für Nockenwellen da drin sind? Oder bleibt das erstmal geheim? Ja, also das sind jetzt 312 Grad auf der Einlassseite und 304 auf der Auslass. Weiß man, was die damals gefahren sind? Da gibt es so ein paar Informationen am Rande, dass, ich weiß nicht, wie sicher die Informationen sind. Also das wäre jetzt so auch bei denen die erste Stufe gewesen in etwa. Ja, die haben dann später bis 14 mm, glaube ich, gefahren, was möglich ist, aber die Standzeit des Motors halt sehr beeinträchtigt. Ja, je weiter wir das Ventil aufreißen, umso mehr arbeiten die Ventile sich in die Ventilführungen ein. Die Ventile selbst fangen an zu flattern bei hohen Drehzahlen, also theoretisch. Das wollen wir jetzt erstmal vermeiden. Mhm. Ja. Okay, aber 312 Grad tatsächlich auf einer Seite. Krass. Ist das so mit der Schärfste, was er bisher gebaut hat? Nein, wir haben von der Gradzahl her noch mehr. Was jetzt hier was Neues ist, was wir noch nicht hatten, ist die hohe Ventilbeschleunigung. Mhm. Ja, also wir möchten den Drehzahlbereich, den Nutzbaren, so breit wie möglich machen. Das heißt, dass er auch früh kommt, nicht nur hoch drehen kann. Und das haben wir jetzt versucht mit einer sehr hohen Ventilbeschleunigung. Das heißt, das Ventil geht ganz schnell schon auf? Ganz schnell auf, abrupt auf und schließt auch wieder. Ja, dadurch hat man so eine Aufladung durch dynamische Einflüsse der Gassäule. Und man braucht dann spezielle Ventilfedern, die sind jetzt auch da drin. Die Zylinderköpfe gab es mit doppelten Federn, das war dann aber alles schwer, weil da 7 mm Ventilschäfte verbaut waren von BMW. Es gab da neuere Motoren mit 6 mm Ventilschäften und einfacher Feder. Und wir haben jetzt eine Kombination gemacht. Und zwar sind das größere Ventile vom Tellerdurchmesser, aber mit dünnem 6 mm Ventilschaft, aber trotzdem mit doppelten Ventilfedern, einfach um eine Sicherheit zu haben, falls eine Feder irgendwie nachgibt oder sonst was, dass die zweite Feder das trotzdem zusammenhält, damit nichts reinfallen kann. Und dann muss diese Feder auch noch diese 13, 14 mm Hub können. Genau. Das heißt, die Federkraft hier drin ist hoch? Die ist relativ hoch. Ja, also bei maximalem Hub haben wir so 120 Kilo. Mhm. Und wie gesagt, mit Option auf nochmal 1,5 mm bis 2 mm mehr Hub. Wir haben noch genug Luft, dass wir 14 mm irgendwann mal fahren könnten. Das ist für den Anfang, zum Warmwerden. Top. Aber wir nehmen die anderen Wellen gleich schon mit. Für den ersten Ölwechsel dann. Sonst hatten wir ja schon gesagt, komplett Kurbelwelle, Kolbenknäuel, untenrum alles. Genau, alles erleichtert und fein gewuchtet. Verdichtung über 12 zu 1. 12,6 zu 1. Was hatten die Serie? Was hatte der alte Motor? Was fahren die so? 10, 11, 10 und 11. Und ist das so 12 zu 1 mit den Nockenwellen? Der Anlasser kann das auch ohne Probleme. Ja, ja. Da gibt es auch keine Probleme. Nee, dann durch die hohe Ventilüberschneidung das Problem nicht. Ja, ja. Das heißt, hohe Ventilüberschneidung heißt, beide Ventile stehen relativ weit auf, Einlass, Auslass. Das heißt, die Kompression, gerade im Leerlauf, bei unteren Drehzahlen wird relativ gering sein. Und dann deswegen schafft der Anlasser diese hohe Verdichtung dann auch wieder. Auch einer der Gründe, warum wir dann so ein hohes Standgas haben, durch die hohe Ventilüberschneidung. Ne? Genau, ja. Das heißt, was haben wir dann Stand? Drehzahl? Ja, über 1500, also 1500 bis 1700 Umdrehungen wird ungefähr die Drehzahl sein, damit auch der Öldruck konstant ist im Leerlauf. Ist da Öldruck technisch, also genereller Ölkreislauf, Ölpumpe und so weiter auch alles modifiziert, alles anders? Ölpumpe ist leicht modifiziert. Die hauptsächliche Veränderung ist, dass wir Schwallbleche in die Ölwanne eingebracht haben, so um das, zu vermeiden, dass bekannte Pleuellagerschäden auftreten bei diesen Motoren. Das hattest du ja. Bei dem ersten Motor ist ja an deinem Trackday vor 2 Jahren ist ja der Motor geflogen, als ich ja nach Start ziehe rechts um die Ecke. Stehe voll auf dem Gas und dann ist das Ding abgeschmiert und hat durchgehend geklackert. Über die
besagte Person, über die wir vorhin gesprochen haben, von Dave Sophie Heidel, von dem habe ich übrigens gelernt, normalerweise guckt man einen Lock im Motor, weil man guckt dann immer schön, du bist um eine Kurve gefahren, war immer Öldruck da, machst du mit 10 Hertz, also 10 mal die Sekunde erfasst dein Wert. Da siehst du noch nicht, dass der Öldruck wegbricht. Mhm. Machst du das Ganze am Hochauflösenden auf 100 Hertz, dann siehst du tatsächlich, wie in der Kurve auf einmal hier und da immer mal Öldruck wegfällt. Mhm. Denkst aber, alles gut, mein Motor hat immer Öldruck. Ja. So, nur dieses Zehntel, was du misst, reicht quasi noch nicht. Auch wieder so ein Punkt. Ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, vorsorglich, ein bisschen mehr Sensorik und Sicherheitstechnik rein, ne? Auch mit diesen Hybrid-Sensoren und so weiter, dass wir jetzt da ein bisschen Safety drauf haben und Safety sind. Damit du gar einfach nur fahren kannst und wenn du auf einmal keinen Gas mehr geben kannst, dann hat er schon Grund. Wobei ich werde es vermeiden, wie in den letzten Fahrstints, dass ich da 2 Stunden am Stück im Auto sitze, sondern vielleicht auch mal zwischendurch eine Pause mache, dass sich alles mal wieder ein bisschen abkühlt. Weil ich habe es geschafft, 1:50, glaube ich, durchgehend zu fahren. Ist der Dank an über alles angehen. Ein Punkt wird eh noch, ich hoffe, dass das lautstärkemäßig geht, Bildzeug, ne? Ja, weißt du? Da ist Tom, wir haben ja die Inconel-Anlage von einem Original STW-Auto. Und da müssen wir ja sowieso, wir haben ja bis zum Mittelstück komplett alles. Da müssen wir endschalldämpfertechnisch irgendwas überlegen und. Nee, ich sage ansaugungsmäßig. Meinst du, dass das vorne so ist? Motorenzimmer hat ja einen, der kommt ja auch bei mir da was dagegen, die haben ja einen CLK-DTM, was ja auch ein Vierzylinder-Sauger ist. Der muss an den Stellen lupfen. Ernsthaft? Ja, weil dieses Ansauggeräusch so krass lautet. Da kommen ja, ja gut, sofort, ist aber bei dem Ofenrohr. Genau, da kommen ja sofort 120, 130 Dezibel raus. Geil. Und das kannst du auch nicht so einfach dämpfen. Also was willst du machen? Da kannst du halt in dem Moment nur ein bisschen Last wegnehmen. Ja. Wie ist das bei so einem Rennmotor jetzt mit Pleuellagerspiel, Hauptlagerspiel und solche Sachen? Kolbenspiel? Ist alles etwas erhöht, wenn man es mit einem normalen, also einem Straßenmotor oder einem straßengetunten Motor vergleicht, fahren wir überall etwas mehr Spiel, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Also sind 200stel mehr Lagerspiel und auch Kolbenspiel. Mhm. Was soll dann an Öldruck am Ende bei rauskommen? Also was würdet ihr sagen, wie viel Bar muss der haben? Ja, also im Maximum sind so 5, 6 Bar vollkommen ausreichend. Es muss halt immer stabil sein, das ist wichtig. Wenn der Öldruck abbricht, das was du ja jetzt angesprochen hast, dann wird es, das ist das Problem, das ist das Hauptproblem. Ja, dann reißt der Ölfilm und man hat Reibpaarungen auf einmal, die man nicht haben möchte. Aber Hubraum sind wir jetzt bei 2 Liter, ne? Bei 2050, ja. Ich bin wirklich gespannt. Also emotional wird das geil, wird das krank. Aber A, was Leistung rauskommt, B, wie es fährt. Ich glaube, Bilzerberg ist die perfekte Strecke dafür. Da wirst du richtig Spaß haben mit dem Ding. So. Leichtes Auto. Das wird gut. Kraftstoff? Ganz normal 100, 102 Oktan, Ultimate, V-Power, irgendwie sowas. Ja, ja. Also Minimum Super Plus, aber besser wäre 102. Ja. Mhm. Ich habe gar keine Erfahrungswerte, was man mit so einer hohen Verdichtung mit dem Sauger am Ende so an Zündwinkel fahren kann und so weiter, was am Ende da so geht. Gerade der Motor wird jetzt ja schon richtig gut sein, das heißt, der wird wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zündwinkel brauchen. Ne? Ja, das ist natürlich drehzahlabhängig. Ja? Dadurch, dass wir viel Überschneidung fahren, trotz der hohen Verdichtung, kann man schon um die 30 Grad Frühzündung fahren, sollte man. Die Quetschkanten sind auch dementsprechend von den Kolben her und der Zylinderkopf-Brennraum ist so geformt, dass es keine Klopfnester gibt oder die vermieden werden, so gesagt. Und ja, Zündung ist halt wichtig, auch beim Saugen. Da geht's ab. Sieht wild aus auf jeden Fall. Thema Einfahren, was ja bei so einem Rennauto immer schwer ist. Ja, auf dem Prüfstand, also wir fahren immer so ein was sich bewährt hat, so ein Zyklus bei uns. Erstmal für 20 Minuten so 2.500 bis 3.500, dass alles schön einlaufen kann. Dann wird kontrolliert, also Ventildeckel runtergenommen, Ventilspiel nochmal kontrolliert. Und dann wird immer peu à peu höher gedreht und währenddessen halt auch abgestimmt. Nur der Motor oder Motor im Auto? Also bei uns ist Motor im Auto. Mhm. Auf dem Motorenprüfstand ist es natürlich noch schöner. Mhm. Okay. Ja, nice. Okay. Worauf muss ich achten? Also wie gehe ich damit um? Ist ja jetzt kein Straßen in 318 ES oder so, sondern... Ganz wichtig ist Temperatur, also warm fahren, Drücke beobachten,
Ja, wenn er warm ist und alles okay und stabil ist, dann hat er auch keine Probleme. Was denkst du von der vom Wartungsintervall her, Revision, Betriebsstunden, Kilometer, wie soll ich auf was achten und vorarbeiten? Ja, also wir hatten uns besprochen vorab, dass man so nach 3-4 Stunden mal schaut, wie es aussieht, ob alles heil ist. Und dann kann man das Wartungsintervall dann verlängern. Ja, dass man so 2 Wochenenden, du fährst ja auch viel, 2 Wochenenden auf jeden Fall schafft, ohne den zerlegen zu müssen. Aber das heißt, nach 3 Stunden einmal Pleuelagercheck und einmal überall ab und reingucken. Genau. Einfach mal, um zu sehen, wie alles aussieht, wie gesund der läuft. Das heißt, das müssen wir eigentlich schon nach dem Prüfstand dann einmal machen. Ja. Ja. Weil bis man da ja durch ist, reden wir ja schon locker von 3-5 Stunden. Genau. Technik, ne? Ja. Man merkt ja auch bei der Abstimmung, ob alles im Lot ist. Ja. Das ist halt immer das Krasse bei diesen Rennmotoren. Das ist halt wirklich nicht viel Zeit. Nee, 3 Stunden überlegt. Der letzte Stint mit dir waren fast 2 Stunden durchgehend im Auto gesessen. Dann wärst schon durch. Jetzt wäre ein anhaltendes Motor auf. Ne? Du, normalerweise wärst du noch 2 Stunden gefahren. Ich wäre noch 2 Stunden gefahren, aber da war wirklich Öl wie Wasser und alles am Kochen. Ich werde nie vergessen, wie wir um eine Linkskurve fahren. Ich saß auf der Beifahrerseite und denke mir so, was wird hier so nass? Und es wirklich Selims Schweiß war, der so rübergetropft ist durch die G-Kräfte schon. Es war so heiß in dieser schwarzen Kiste, es war Sommer, ne? Ja. Wir waren wirklich komplett durchgeschwitzt. Ja. So, und du schwitzt ja wenig. Ja. So, ne? Und dann so, dass es schon so nass wird da drin. Ja, das war echt so. Aber kann man sowas theoretisch in einem Straßenauto fahren oder ist es absolut ungeeignet? Es ist ungeeignet. Vollkommen ungeeignet. Ja. Also ich glaube, in einem Straßenauto kannst du es heutzutage auch schon akustisch geeignet fahren. Weißt du, wenn du so ein Ding da mit 8.500 Drehungen irgendwo durchschiebst, die Leute denken ja, Also ich glaube, es wird im Auto extrem laut. Das stelle ich mir schon vor. Also der hatte vorher ja auch schon ein bisschen Ansauggeräusch. Oder ich sag mal das Ansauggeräusch von dem 7er schon. Ist ja auch schon viel, ne? Ja. Aber hier kommt jetzt der Drehzahlfaktor nochmal zu, der dann halt das Ganze noch höher klingen lässt und deswegen schreit es. Also. Was denkst du realistisch? So, was wäre hardwaretechnisch Drehzahlen möglich? Ja. Gehen wir von 8, von 9, von 10? Ja, also 8,5 auf jeden Fall mit Tendenz Richtung 9. Ja, die Kolbengeschwindigkeit ist relativ hoch, weil wir einen Langhuber haben, 88 mm Hub. Ja, da hat man bei 8.500 Umdrehungen so 24 Meter pro Sekunde, das ist schon ordentlich. Ja. Ich bin am meisten gespannt, ob das auch Prüfstand wirklich so ein, es muss ja eigentlich mal ein Motor sein, der wirklich, wo jede 100 Umdrehung nochmal 2-3 PS mehr kommen, die hier drehst halt. Ne? Wo das Ding wirklich einfach drehen. Das heißt, es tut auch richtig weh, da einen Begrenzer zu setzen, weil der eigentlich gerade erst loslegen will. Ne? Mhm. Aber da würde ich definitiv bei dem Motor auch erstmal auf safe gehen. Auf den Prüfstand kann man vielleicht auch mal 9 drehen, so das eine Mal. Aber dann zum Fahren würde ich da eher sogar runter auf 8,2 und so weiter gehen. Weil du darfst nicht vergessen, es kommt dann ja auch noch der Punkt, wo du bei 8,2 vielleicht zum Beispiel nur lupfst, so, oder über eine Kuppe rüber oder runterschaltest. Was meinst du, wenn du das schon gewohnt bist, die Drehzahl, was da mal runterschalten passiert? Dann hast du da auch ratzfatz mal kurz 9 stehen, 9,5 stehen. So, deswegen würde ich da schon eher ein bisschen weiter unten anfangen. Ja, wir testen uns ran. Ich meine, klar, man ist immer euphorisch. Ich hätte auch gerne, dass der 9,5 dreht. Ne? Klar, also alleine akustisch, Technik, aber der soll natürlich halt noch nicht kaputt. Da würde ich lieber erstmal mit 8,2 anfangen und dafür lieber 5 Stunden fahren statt 3. So, ne? Und erstmal genießen. Was wären denn deiner Ansicht nach später die Upgrade-Möglichkeiten, die wir noch haben, wo wir dann merken, es läuft alles, ich habe mich eingefahren, die haben Puffer, wo wir sagen können, an den Stellschrauben können wir jetzt das Ganze noch ein bisschen weiter ausreizen? Ja, wenn der Unterbau das mitmacht von der Drehzahl permanent, dann ist oben die Optimierungsmöglichkeit, der Zylinderkopf. Also wie gesagt, Steuerzeiten von den Nockenwellen, vielleicht noch größere Drosselklappen. Ja, im Moment sind schon 50 mm. Viermal. Gibt es doch größer als 50? Ja. Also wir können maximal 52 machen. Das ist prozentual doch noch ein ganzes Stück mehr Luft. Ja. Dann müssen wir immer noch nach wie vor ja auch hoffen, dass das Airbox-technisch alles funktioniert. Also das ist halt alles von Luke und Daniel simuliert, dann gefertigt. Qualitativ ist das einfach eine 1+, muss man wirklich mal sagen, wie das Ding ja aussieht. Aber das sind ja auch noch so Faktoren, auch so mit Ansauglängen und so, wo sich ja damals
hunderte Ingenieure den Kopf drüber zerbrochen hatten, dass diese STW-Motoren damals die Leistung hatten. Was hatten die, 300, 320 PS oder wie viel war das? So in etwa 310, 15 und dann gab es auch noch ein Baujahr, 96er, 97er Auto und da hat das immer ein bisschen variiert. Ja, wobei die waren wirklich krank damals. Ja. Der einzige Vorteil, den wir halt haben, ist Kai, der hat das ja auf dieser Flow-Berechnungsgeschichte simuliert und gerechnet und sagte, theoretisch sollte das funktionieren. Und das muss in der Praxis halt beobachten. Nein, das wird auch. Ich meinte jetzt auch mehr so gar nicht unbedingt jetzt nur die Airbox, sondern das Ganze. Zusammenspiel, ja. So, ne? Weil es ist ja dann auch noch wieder die Klappen davor, die Brücke davor, Kopf. So. Eine Upgrade-Sache haben wir noch, die wir ändern werden. Aktuell sitzt der Filter ja hier. Der kommt aber raus. Und wir haben ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier ist ja die Front, hier sind die BMW-Nieren. Das heißt, da ist der Daniel schon involviert. Der wird das nochmal scannen. Da wird ein Anschluss innen an die Nieren kommen und führt hier auf die Airbox. Und die Filter werden vorne reinkommen, wegen der Luftberuhigung. Da bin ich nicht im Thema. Aber der soll hier raus und soll nach so weit wie möglich nach vorne. Was sind die in der STW gefahren? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Bilder von dem Motor komplett mit der Airbox. Die Airbox sieht ja auch schon ein bisschen anders aus da. Ja, auch so ein Riesending, aber irgendwie, und vor allem auch von den Anschlüssen, die sind zwei oben und zwei unten gefahren. Mhm. Ja, also die hatten nicht vier in Reihe. Naja. Und halt acht Einspritzdüsen. Weil Luftfilter ist natürlich ein Riesenthema, weil alles, was du hier wirklich, wenn es nur ein tausendstel Millibar Unterdruckgeszene hast, das ist natürlich dann richtig Leistung gefehlt. Ja, nee, der muss hier raus und der muss wohl nach vorne, das haben sie schon gesagt. Weiß nicht, ob die nicht vielleicht damals ohne Filter so gefahren sind, scheißegal, dass die Motorrevisionen eh so kurz waren. Möglich. Müssten wir mal Christian Minzel fragen, der weiß es vielleicht. Wobei wir mittlerweile selbst unseren VR6, den Oma Golf und Marius Golf, fahren wir auch komplett ohne Filter. Mhm. Da ist wirklich einfach Trichter auf Turbolader und fertig. Würdest du es hier empfehlen? Ohne. Auf der Strecke? Würde ich nicht. Also man kann einfach so von der Abzugshaube so... Gitter, dass nichts reinfliegt. Das würde reichen? Ja, für grobes Zeug, ja. Feine Sachen, die saugt er sich dann trotzdem an. Die gehen einfach durch. Nicht gut. Ja. Gefährlich ist dann... Regen ist halt so eine Sache. Genau. Da fahre ich nicht. Genau, fährst du eh nicht. Und was halt gefährlich ist, ist halt gerade, wir haben es gerade heute wieder gehabt, ist, wenn doch mal ein geiler Gegner dabei ist und man sich so ein bisschen bettelt und der genau vor der mit einem Rad aufs Grüne kommt und dann diese typische Staubwolke hoch und du da durchfährst. Ja. Das ist natürlich dann wirklich. Ja. Das heißt, man müsste auf jeden Fall was bauen, dass es nicht direkt rein kann, RAM-R-mäßig, sondern eher eine Wand zwischen ist, dass es gegengeht, der Dreck runtergeht und nur die Luft dran vorbeigeht und sowas in der Richtung. Müsste man dann schon irgendwie machen. Ja, wollen auf jeden Fall an die Nieren innen dran, dass komplett das vorne reindrückt und konzentriert hier reinfließt. Das ist optimal. Abschließend, wie ist deine Prognose leistungsmäßig? Jetzt erstmal so, wie er hier steht, angenommen wir drehen jetzt ja erstmal auf den Prüfstand 8,5. Also was muss er bei 8,5 so machen? Ja, so 250 PS. 250 erstmal ins Rennen geht. Weil ich weiß, wir waren ja bei HWA, die haben ja die STW und DTM Motoren damals für Mercedes gebaut. Und in der Motorenabteilung. Der Ingenieur, der seit dem ersten Tag da ist, der hat ein bisschen geplaudert, ein bisschen erzählt und das ist wirklich krank, was die mit diesen Saugmotoren gemacht haben. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für dich. Aber auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ja, ganz egal. Also wirklich, das war halt cool, geil. Musstest der Schnellste sein. Ja. Konntest du richtig stolz sein. Ja gut, sein. Wir dürfen halt eine Sache nicht vergessen, das haben wir im Vorfeld besprochen. Der soll halt schon was halten. Deswegen, also. Wenn wir jetzt sagen, scheißegal, ein Wochenende, dann hätten wir wahrscheinlich über 300 PS fahren können, aber hätte auch nur ein Wochenende gehalten. Ne? Und das wollen wir ja nicht. Ich will jetzt auch nicht jede Woche schrauben. Aber weil da glaube ich schon, wenn die damals 300 PS hatten, glaube ich, wenn wir an 250 rankommen, kann man da schon echt stolz sein. Man darf wirklich nicht vergessen, was die so machen. Ne? Das ist ja, halt, A-Hersteller. Das ging so weit. Sportabteilung, das volle Programm, da sitzen 100 Ingenieure. Das ging so weit, die haben damals zum Beispiel auch entwickelt gehabt und sind kurz gefahren einen Stahlkolben. Also die haben ja Alukolben rausgeschmissen, haben Stahlkolben reingemacht. Den konnten sie so krass klein machen, dass sie mit der Verdichtung auch so hoch gegangen sind, dass die dauerhaft in einem leichten Klopfen gefahren sind, weil der Stahlkolben das konnte. Der geht nicht kaputt dadurch. So, und haben darüber wieder ein paar PS gefunden. Und so weiter. Ne? Wo man eigentlich immer sagen würde, nee, Kolben muss leicht sein, brauchen wir Alu und so weiter. Also die, das war wirklich krank. Also da, also ich glaube 250 PS, guck mal, das sind 125 PS pro Liter aus dem Sauger. Das ist schon echt eine richtige Zahl, wo wir stolz drauf sein können. Optisch auf jeden Fall schon mal brutal. Ich bin mal gespannt, auch hier in ganzer Kombination, wie das klingt und wie das funktioniert. Ich freue mich wirklich sehr. Weil überleg mal, selbst ein aktueller R8 Motor, Huracan Motor, wie auch immer, oder ein GT3 Motor, 4 Liter Hubraum, 500 PS. Sind 120 PS pro Liter.
bei gleicher Drehzahl, ne? Und eine viel, viel modernere Einsprittechnik und so weiter, ne? Also das ist schon wirklich, da kann man definitiv schon stolz auf sein. Deswegen, ich würde auch definitiv bei 8,5 und 250 PS erstmal Schluss machen und sagen, geil, erstmal fahren. Guck mal, sind 100 PS mehr als vorher. Ja. Und genießen. Ja. Weil toll ist immer, wenn man lange genießen kann. Ja. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das jemals sage, weil ich war immer Typ kaputt machen. So, ne? Aber dieser Abarth hat mir echt viel gelehrt. Und da ist es so, wenn das Auto nicht motortechnisch so konstant und geil fahren würde, hätte ich auch nicht so viel Spaß an dem Auto. So. Nein, du hast ja schon recht. Ich sag, wir haben uns ja lange darüber unterhalten, alle. Ja, ne? Natürlich wäre 900 geil und 300 PS geil, aber ich weiß auch genau, wenn er dann kaputt geht, dann stehst du wieder da und dann wieder alles auseinanderbauen und dann dauert, ne, und so. Das ist halt auch Blödsinn. Wir wollen ja auch Spaß haben. Yes. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt 50 PS dramatisch weit nach vorne bringe. Schon. Auch, weil ich sage, die 50 PS, du wirst im Auto denken, also bei 250 wirst du schon denken, das Ding fällt jede Sekunde auseinander. Und bei 300 wirst du denken, der ist schon auseinandergeflogen. Ja, so wird das sein, weil das sind dann wirklich... ja, cool. Okay, das heißt, Motor jetzt mit. Du baust den ins Auto ein. Genau. Dann kommt das Auto zu uns nach Hannover, zu Benny, BK Performance. Der baut das Steuergerät da drauf, weil da kommt natürlich nicht das Originalsteuergerät drauf. Da geht es dann nochmal um Thema Elektrik, alles drumherum, ein bisschen Ölkühler, sage ich, wird noch ein Riesenthema. Also ich sage, man unterschätzt so einen Motor mit 8.500 Umdrehungen, was da an Wärme rauskommt. Und du willst die Wärme ja abführen, weil er soll ja halten. Das heißt, eigentlich müsstest du konstant mit 90 oder 100 Grad Öl durch die Gegend fahren. Und das will ich sehen. Meinst du, wird schwer? Ja, das ist schon... Die meisten Leute fahren halt nicht viel. Also ich habe selber nicht gedacht, selbst wenn ich jetzt mit dem Abarth wirklich mal 20 Runden am Stück fahre und ich habe da schon so einen großen Ölkühler, hatte nie Probleme, waren immer nur 90 Grad. Ja, bin auch immer nur bei kaltem Wetter gefahren und bin meistens eher nur so 5 bis 8 Runden gefahren, dann rausgefahren, weil ich eh erstmal irgendwas gemacht habe. Laptop geguckt, Reifen, Luftdruck geguckt, guckt, ob Manschette kaputt und so weiter. Fährst du mal 20 Runden am Stück und es ist jetzt mal wärmer 20 Grad, bumm, 125 Grad gehabt. So, dass ich mir da selber schon einen Cut reingeschrieben hatte. Zum Glück, werde ich bei dir auch alles reinschreiben, was man reinschreiben kann. Dass auf einmal, ich habe es ein bisschen anders gemacht, bei mir hat er nicht direkt Drosselklappe zugemacht, sondern ich habe den Drehzahlbegrenzer erstmal runtergesetzt. Das heißt, ab 125 Grad konntest du nicht mehr 7,5 drehen, sondern als Beispiel nur 6. Das heißt, du trittst voll am Gas und er nimmt eigentlich nicht an. Nee, nicht an, sondern du fährst noch einmal bei 6000 und denkst, okay. So, was war das denn? Und so, dann guckst du auf Wassertemperatur und alles und siehst, oh, da ist irgendwas. Also das weiß ich vom alten Motor, wie wir da diese Stints gefahren sind vor 2 Jahren. Da war das Öl so flüssig, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das ganze Auto hinten und unten drunter voll gefüllt mit so feinen Ölspritzerchen war, weil das Öl wie Wasser war. Also das Getriebe klackerte, das Diff, Motor, alles, du hörtest einfach, da ist kaum noch Schmierung irgendwie. So, weil es so heiß wurde. Das ist der Moment, wo du halt noch genau einmal 8000 drehst mit dem Ding. Und dann ist Ende. Und dann ist halt Feierabend. Ja, genau. So. Und eigentlich müsste man so, also das ist somit das Wichtigste bei den ganzen Rennmotoren immer, dass da gibt es auch einen Ingenieur oder ein Team, was nur für das Packaging zuständig ist. Das heißt, die ganzen Kühler vorne. Mhm. Ja gut, Thema Wasserkühler, Ölkühler und so weiter, da müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Und leider jetzt auch halt alle sehr schnell, weil jetzt steht die Hardware, jetzt müssen wir halt uns drumherum. Sensoren, Zündspulen, was weiß ich und alles andere. Geil. Tja, ich freue mich, dass du zusammen bist. Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Genuss hier. Das Gute ist ja, Nockenwellen werden wir da genug haben und wir werden auf jeden Fall noch testen. Ja. Das wird passieren, aber ich würde es genießen. Genießen, genießen, genießen. Der nächste Winter kommt schneller, als man denkt. Ja. Und dann kann man immer noch genug rumspielen. Richtig, ja. Kann man immer noch rumspielen. Nein, das Projekt wird uns auf jeden Fall noch verfolgen und... Ja. Und die Erfahrung, die wir sammeln, jetzt ist ganz wichtig für die nächsten Schritte. Und auch, wie du sagst, halt Erfahrung sammeln, solange er noch heile ist und vielleicht anfängt zu verschleißen und halt nicht einfach wahllos kaputt machen und dann stehen wir wieder da. Ne? Ja, ist richtig. Ich freue mich mega und ich bin echt, ich weiß nicht, wie ich jetzt nach Hause fahren soll gleich, aber wenn ich mir das hier so angucke, würde ich mir am liebsten ins Wohnzimmer stellen. Und das kannst du heute Abend ja machen. Ja, stell dir mal vor, du kommst heute Nacht nach Hause. Ich glaube... Was wäre zu Hause los, wenn morgen früh Frau die Tür aufreißt? Kann ich dir sagen. Also im Morgenmantel und der Motor im Ich werde im Bett liegen, dann werde ich ein riesengroßes Geschrei hören und 2 Minuten später wird mein Handy klingeln und dann wird der Rechtsanwalt mich anrufen und sagen, du, wir haben ein Problem, ich muss Scheidungspapiere machen. Mach dir mal Gedanken. Geil. Also wir müssen heute noch ein Schwert und müssen das Ding ins Wohnzimmer tragen, auf jeden Fall. Das würden wir echt machen, ne? Das wäre geil. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Gerne.
Freue mich auch drauf, wenn das Ding läuft, gerade weil es auch in Hannover ist. Um die Ecke können wir schon berichten. Also wir halten euch auf dem Laufenden und versprechen, dass das Ding jetzt bald fährt. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.